Wir werden angegriffen, mein Lord. Bilde eine neue Einheit aus, um unser Schloss zu verteidigen. Und damit, Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mobile Game angezockt. Heute spielen wir endlich mal wieder ein Tower Defense Game. Ein Genre, das mir persönlich sehr gut gefällt. Und es ist Kingdom Guard. Wir spielen natürlich wie immer auf meinem Lieblings-Android-Emulator BlueStacks hier am PC. Und ihr könnt das Ganze auch tun, wenn ihr in der Videobeschreibung auf den allerersten Link klickt und dann einfach BlueStacks zusammen mit Kingdom Guard herunterladet. Wir verlieren keine Zeit, Freunde, und springen rein in die Action gleich nach dem Intro. Also, los geht's! So, dann wollen wir unsere Einheiten nochmal ausbilden. Hier klicken wir also drauf und haben dafür dann hier einen, was ist das denn, ein Elf, ein Goblin, ein Goblin-Bogenschütze? Machen wir mal ein bisschen weiter. Toll, weiter so, okay, wir sind super. Machen wir einfach mal weiter. Now let's merge two identical units together to make it stronger. Ah, okay. Also wir können zwei gleiche Einheiten zusammenführen, um sie stärker zu machen. So sieht das Ganze dann aus. Und hier machen wir weiter. Dann kriegen wir nämlich Level 2 Einheiten und jetzt haben wir hier Level 3 Einheiten. Super. Die setzen wir dann einmal hier oben drauf und dann sehen wir den Radius, in dem die Einheit verteidigt. Okay, los geht's. So, hier kommen dann die Gegner. Ich will mal gerne auf die Einstellung gehen, gucken, was ich da machen kann. Musik an, Sound an, chatten und übersetzen, okay, Sprache auf Deutsch und so weiter. Das kann erstmal alles so bleiben, wie es ist. So, sehr gut. Der schießt hier, ne? Sehr gut. Und wir sammeln dann Gold, je nachdem, wenn Einheiten draufgehen. So, Level 2. Wenn ich jetzt auf Ausbilden klicke, kommen da noch mehr. Was ist das hier oben? Mal ganz kurz hier gucken. Level 39 wird jetzt freigeschaltet. Okay, ihr seht hier, es gibt vier Ebenen. Wir sind gerade in Ebene 2 hier. Oder in Phase 2, wie auch immer. Wir lassen immer noch draufheizen. Haben auch den Sieg geholt. Da kommt dann Phase 3. Da hinten ist anscheinend ein Boss. Neue Turmzone. Ah, jetzt dürfen wir also auch hier Einheiten draufstellen. Wir dürfen das nämlich nicht machen, solange diese Turmzone hier noch verschlossen sind. Und ich würde mal sagen, der kommt nicht mehr hinterher. Ne? Wir klicken jetzt mal auf Ausbilden. Haben jetzt eine Ebene 1 Einheit. Kann ich die jetzt eigentlich hier draufziehen? Ah, der wird dann nur ausgetauscht. Okay, verstehe. Die müssen also denselben Level haben, schätze ich mal. Ich setze jetzt mal einen hier drauf, dass der hier weitermachen kann. Dann bilden wir doch mal noch mehr Einheiten aus. So. Neue Turmzone. Okay, perfekt. Ich will die mal aufeinander ziehen. Jetzt haben wir zwei Zweier und das wird dann zu einem Dreier. Okay, verstehe. So, machen wir doch mal hier weiter. Nehmen dann die hier und setzen den mal hier oben drauf, damit der auch hier verteidigen kann. Und dann kommt gleich die Boss-Ebene hier. Guck mal, das ist interessant. Danach geht's aber weiter. Also alle Fünfer kommt dann ein Boss anscheinend. Kann ich die Geschwindigkeit erhöhen? Ich glaube, das geht nicht, ne? Wir lassen die erst noch weitermachen hier. Das ist sehr schön. So. Wir haben 10 Gold, das ist gut. Machen wir nochmal zwei Stück, nehmen die dann hier mit und setzen den dann hier drauf. Vielleicht sollten wir anfangen, langsam mal höhere Einheiten zu machen. Vierer Einheiten oder sowas in der Art. Ich weiß nämlich nicht, ob die das hinkriegen so, ne? Nur mit drei Einheiten. Ich finde das schön, dass das so geht, dass man eben Einheiten vorbereitet und die dann aufeinander setzt, um eben den Level zu erhöhen von denen und die dann ineinander reinsetzt, um dann auch wieder den Level zu erhöhen. Das ist ein interessantes Thema. Und es gibt hier, was war das, Flammen irgendwas? Neue Turmzone verfügbar, die ist jetzt hier unten. Und wir haben 50 Gold bekommen, superklasse. Ich glaube, was ist denn das da? Neuer Gegner. Ah, okay, einsammeln. Wir haben Kristalle bekommen, wir haben neuen Gegner freigeschaltet. Die rennen ein bisschen schneller. Ich dachte, es gäbe auch Helden. Ah, guck mal hier, das sind neue, diese neuen Einheiten. Das ist ja cool. Ich dachte, es gibt auch Helden oder sowas. Wir setzen die mal hier aufeinander. Machen mal weiter. Kommen die per Zufall dann, die Einheiten? Das ist interessant. Die kommen per Zufall dann rein. Je nachdem, also da ist auch noch ein bisschen Würfelglück mit dabei. Aber das ist in Ordnung. Ich finde das toll. Vielleicht kann man sich eine Art Deck zusammenbauen oder sowas. Das würde mich mal interessieren, ob das dann so geht. Wir nehmen jetzt mal einen Dreier-Magier, machen dann einen Vierer-Magier draus. Superklasse. Also man muss immer aktiv mit dabei bleiben und gucken, was man dann quasi würfelt hier für Einheiten. Und sich die dann aufheben für später, ne? Seht ihr? So, machen wir weiter. Okay, noch ein Magier. Wir haben jetzt 1, 2, 3. Wir kriegen aber noch neue Turmzonen später. Wir lassen die Magier mal hinten stehen. Ich kann die auch austauschen, ne? Ich kann ja praktisch einen Magier hier vorne reinsetzen. Dann sehen wir gleich mal, wie der so abgeht. Die scheinen nämlich ein bisschen stärker zu sein. Machen wir das hier. Super, wir haben einen Magier bekommen. Jetzt setzen die aufeinander, nehmen die hier und setzen dann hier einen Vierer-Magier rein. Seht ihr? Ah, sehr schön. Der hat auch einen großen Radius. Guck mal, seht ihr? Der Radius ist echt mega groß. Das heißt, er kann wirklich hier alles beschießen. Okay, weiter geht's hier. Wir kriegen noch mal ein paar Bogenschützen. Das ist auch toll. Dann können wir nämlich ein paar stärkere Bogenschützen draus machen. Wie ist da der Radius? Der geht ein bisschen ins Leere, der Radius von denen, ne?
Die hier treffen relativ viel. Wird der Radius größer? Nein. Ich lasse sie trotzdem mal hinten stehen, als letzte Instanz sozusagen, damit die hier nochmal ein bisschen aufräumen können. Und hier der Magier, der macht Flächenschaden sogar. Das ist gut, weil das direkt am Anfang ist, ne? Wir heizen wir noch ein bisschen rein hier. Sehr schön. Machen noch ein paar Magier, so gut wie es nur geht. Victory, sehr schön. Machen hier weiter. Wisst ihr, was ich an diesen Spielen mag? Ist ganz einfach der Fakt, dass man halt wirklich sehr entspannt hier klicken kann. Und man kann es natürlich auch am Smartphone wunderbar spielen, ne? Weil das ein Hochkantspiel ist mit nur einem Daumen von unterwegs, das ist sehr, sehr toll. Oder eben hier mit BlueStacks am PC ist auch sehr schön, weil man eben dann den großen Bildschirm hat. Oder eben auch dann einfach nebenbei, während man irgendwelche Anwendungen am PC benutzt, ne? Dann eben spielen kann. Schießt der nach hinten? Der schießt nicht nach hinten. Er hat eben nicht mehr auf den draufgeschossen. Oder geht ihm irgendwann die Munition aus? Okay, wir haben hier ein Ei bekommen. Was ist das denn? Erreiche Level 20. Kapitelbelohnungen, Anfänger. Was ist so Geheimnis von diesem Drachenei? Okay, interessant. Na gut, lassen wir weitermachen hier. Spiel läuft weiter, während wir uns das Ganze angucken. Ich muss doch mal hier verbinden. Da werde ich aber darauf hingewiesen. Sehr gut. Lassen wir das hier verbinden, den hier ebenfalls. Beschwören weiter. Ihr seht, ich kann auch immer nur bis zu einer bestimmten Menge an Feldern beschwören hier. Das hängt auch wahrscheinlich vom Level ab, wie weit wir gekommen sind. Beschwören nochmal, verbessern nochmal die Mage hier. Sehr schön. Den können wir ebenfalls kombinieren. Kombinieren wir den und den hier auch noch. Beschwören wir doch mal weiter hier. Es wird nämlich langsam knapp hier, seht ihr. Das hier und das hier. Sehr schön. Hier kriegen wir nochmal Mage, die wir beschreiben. Wir kriegen auch einen Tipp immer, ne, was wir zusammentun können hier. Zum Glück kostet das Zusammentun nichts weiter. Und wir haben auch kein Gold mehr. Okay, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 und 4, 1. Wir können auch jetzt versuchen, ein Vierer auf den zu setzen. Das will ich aber nicht. Ich hätte gerne noch ein paar Dreier, um die anderen auch zu verbessern. Oder besser gesagt, die Magier zu verbessern. Gucken wir mal ganz kurz. Jawohl, da ist nochmal ein Magier hier. Sehr schön. Wir setzen jetzt mal einen Fünfer Magier hier hin. Superklasse. Und versuchen dann die Bogenschützen hier aufzutunen. Zum Beispiel den hier rüber. Na, das ist auch ganz toll, dass das so funktioniert. Hier ist das Drachenei. Da kriegen wir Belohnungen. Sammeln wir mal ein. Okay. Also die täglichen Belohnungen, die Achievements, die wir hier bekommen, die gehen in unser Drachenei rein. Und das wird dann immer stärker. Oder schlüpft vielleicht sogar irgendwann. Das wäre ja cool, ne? Wir haben auch hier einen Viererbogenschützen. Damit können wir den verbessern oder den. Ich habe besser mal den hier als letzte Instanz wieder. Und machen wir hier ein bisschen weiter. Gehen wir mal die aufeinander setzen. Ich frage mich auch vor allem, wie weit das geht. Geht das ewig weiter mit dem Eiszauberer? Oh, Eiszauberer sind bestimmt toll. Die verlangsamen die Gegner bestimmt. Die sehen auch süß aus, ne? Hier, guck mal. Sehr schön. Wir machen mal die zwei aufeinander. Wo macht verlangsamen Sinn? Da, wo die Gegner von vielen Seiten beschossen werden. Also hier würde verlangsamen Sinn machen. Oder hier oben sogar. Mit Level 21 wird das freigeschaltet. Ah, na, guck mal. Das hängt also von diesem Level hier ab. Das scheint wirklich ewig weit zu laufen hier. Der schießt doch nicht weiter, der Magier hier. Wie sieht's denn mit dem aus? Wenn ich nochmal... Ah doch, der schießt hier wieder. Okay. Ah, verstehe. Der muss jetzt nochmal hier in diesen Radius von dem reinkommen. Ich dachte, der würde ihn hier auch beschießen. Aber ihr seht, der fängt erst hier innen wieder an zu schießen. Aber das ist okay. Der schießt nämlich dann hier kreuz und quer rum. Der hier ebenfalls. Mit 21, da freue ich mich drauf, wenn wir den Turm freischalten. Der wird mit 26 freigeschaltet. In Ordnung. Dann sparen wir erstmal noch ein bisschen hier. Setzen ein paar Eiszauber aufeinander. Beziehungsweise erst einmal hier ein paar von diesen Bogenschützen hier. So, Level 3 Bogenschützen, okay. Machen noch ein paar stärkere Eismagier. Ich will die noch nicht einsetzen. Ich will die erst mit 21 einsetzen, sobald wir 21 erreicht haben. Wir lassen mal noch die Feuermagier stehen. Wobei, es kann nicht schaden. Wir versuchen es mal. Die haben auch einen relativ großen Radius hier. Die fangen da an, die Gegner einzufrieren, wenn die hier reinkommen. So, setzen wir mal die Magier aufeinander. Sehr schön. Und, ist ein bisschen durcheinander jetzt. Wir müssen aufpassen. Ich vermute mal, das Eis verlangsamt. Kann ich das irgendwie sehen, was Eis macht? Ich kann das nicht sehen. Ich muss es ausprobieren. Guck mal, hier seht ihr, Eis verlangsamt die Gegner. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Dass die dann hier verlangsamt werden. Der Feuermage heizt dann drauf. Macht dann Flächenschaden und so. Sehr, sehr, sehr schön. Genau, richtig. Ich hätte die nur gern da oben stehen. Hier. Dass die dann hier oben schon anfängt, die Gegner zu verlangsamen. So alle paar Felder sollte man so einen Eismagier haben, sozusagen. Um die Gegner zu verlangsamen. Vielleicht auch hier einen rein. Oder hier wieder. Hier ist gut. Frag mich, ob die dann darüber schießen. Ja, genau, richtig. Ich fange an, darüber zu schießen. Das ist sehr, sehr schön. Okay, perfekt. Dann setzen wir doch einen Flammenmagier hier rein. So. Die scheinen insgesamt besser zu sein als die Goblins. Ich frage mich nur, ob ich die Goblins irgendwie wieder loswerden. Ach, hier, kann ich die los? Kann ich die entsorgen? Ich vermute mal, dass ich da entsorgen kann. Weil das muss man irgendwann machen können, ne? Seht ihr? Weil es geht. Ich bin jetzt gerade in der Zwickmühle. Es geht nicht weiter. Doch, hier kann ich weitermachen. Nehmen wir erstmal die da. Beschwören nochmal. Da kommt ein Eismagier. Das ist sehr gut. Können wir die aufeinander setzen? Hier ist noch ein Level 1 Eismagier. Und jetzt die Frage, was setzen wir wohin, ne? Eis verlangsamt die Gegner schön und Feuer heizt dann drauf. Seht ihr? Ich glaube, die Eismagier stehen hier gut.
Vielleicht würde ich sie hier runtersetzen später, wenn das Ding freigeschaltet wird. Und da muss auch noch was hin, damit hier beschossen werden kann. Okay, ich kann nicht weiter beschwören. Ich kann auch nichts verbinden oder so in irgendeiner Art und Weise. Fusionsbereich. Ah, wir haben einen neuen Fusionsbereich bekommen. Super. Beschwören wir nochmal. Guck mal, das hat doch gleich uns auch gleich gerettet wieder ein bisschen. Da ist ein Boss. Mittelgeringes Tempo. Weil er geringes Tempo hat, kann ich jetzt zum Beispiel die Eismagier weglassen. Und zum Beispiel hier Feuermagier reinsetzen. Seht ihr? So kann man sich die nämlich, oder sagen wir jetzt mal hier Bogenschützen reinpacken, weil der ist ein bisschen stärker. So, ne? Hier haben wir doch mal eine Belohnung, die wir einsammeln können. Das ist gut so. Wenn die Gegner eh langsam sind, macht es durchaus Sinn, hier viel Damage drauf zu heizen. Ne? Da kann man das nämlich immer entsprechend anpassen. Automatische Fusion haben wir frei. Oh, das ist toll. Wir klicken mal hier drauf. Aktivieren das Ganze mal. Ist die automatische Fusion aktiv. Das heißt, immer, wenn Einheiten miteinander fusioniert werden können, macht er das automatisch, oder? Momentan geht das nicht. Ich würde das gerne mal sehen, wie das denn aussieht. Wir setzen sie mal hier drauf, haben eine Stärke Eismagierin bekommen. Beschwören dann mal. Da hat auch automatisch fusioniert. Seht ihr? Das ist sehr, sehr, sehr schön. Jetzt würde ich mal sagen, setzen wir einen Eismager wieder hier oben rein, damit er nämlich schon gleich anfängt, da oben die Gegner ein bisschen zu verlangsamen. Wir beschwören nochmal hier, weil der kann ruhig immer fusionieren, das müssen wir nicht immer selbst machen, ne? Das kann er ruhig immer automatisch machen. Und entsorgen geht momentan nicht, wir warten trotzdem mal, je nachdem, was dabei kommt. Neue Turmzone verfügbar, das ist die, auf die ich gewartet habe. Jetzt, ah Mist, die macht da nicht viel. Wir lassen sie mal hier stehen und setzen mal einen neuen Flammenmager hier oben rein. So, damit die Gegner gleich mal hier mit Flächenschaden draufgehen und so, ne? Seht ihr? Sehr schön. Da steht ja auch noch einer, ein Level-5-Magier. Das ist ein Bogenschütze. Der kann eigentlich bald weg. Wir beschwören nochmal hier. Da wurde... Oh, sehr, sehr, sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Super. Den setzen wir jetzt auch gleich mal hier oben rein. Aber nämlich hier einen Level-6-Bogen. Der ist grün. Heißt, 6 ist der Maximallevel vielleicht bei denen? Beschwören wir mal weiter. Gucken, was hier zusammengeht. Wir haben ja tonnenweise Money, ne? Wir können es also hier einfach klicken, während wir alle aufeinander hopsen die ganze Zeit und den maximalen Level rausholen. Wir können ja unser ganzes Geld jetzt verheizen hier. Sehr, sehr, sehr schön. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu hoch gehen mit dem Level, weil wir nämlich die auch aufeinander setzen können müssen, ne? Müssen können und so. Weiter. Level 5 Frostmagier packen wir hier rein. Sehr schön. Die macht dann auch ein bisschen mehr Schaden. Setzen noch mal ein paar aufeinander hier. Super. Okay, gucken wir mal, was wir jetzt mit denen anstellen können. Mehr fusionieren geht nicht. Level 5, wir haben eine neue Turmzone bekommen, das ist gut. Hier hätte ich aber gerne einen Frostmagier. Und zwar sie hierhin. Damit die nämlich beschießen können und sie friert die hier lange ein. Und wenn die gerade aufhört, hier einzufrieren, dann fängt sie an einzufrieren, wisst ihr? So denke ich mir das. Okay, wir sammeln mal hier ein. Was heißt das hier unten? Einfach zu fusionieren, ist aktiviert, automatisch fusionieren. Fortsetzen mit Level 39. Okay, na gut, lassen wir das dann mal so. Perfekt. Ich mach mal weiter. So, kann ich den vielleicht hier draufsetzen? Level 6, guck mal, das ist jetzt ein richtig starker Magier. Dann nehmen wir mal Level 4 Magier hier hin. Und Level 3 Magier hier hin. Okay, wir beschwören weiter. Hier wurde nochmal rumfusioniert, sehr gut. Lassen wir weiterhin fusionieren hier. Wunderbar. Ich frage mich, was die Stärke von denen ist. Ich kann das auch nicht angucken, was die machen. Wir sammeln mal alles ein. Weil wir nämlich hier alle Belohnungen bekommen haben, sehr schön. Gehen auch auf Kapitel und haben ein Schloss. Was auch immer das bedeutet. Sammelt auch das mal hier ein. Kann ich das einsammeln hier schnell? Sehr schön. Geh nochmal zurück. Was bedeutet denn das Schloss? Gehen wir mal hier drauf. Ah, dann kommen wir raus zum Schloss. Interessant. Kammer? Erhalte einmal, erhalte drei. Drei weiß wahrscheinlich bewerben. Ich erhalte mal nur einmal. Ich will jetzt gar keine Werbung gucken. Okay. Gehen wir mal auf das Schloss hier. Und können es aufwerten. Damit werden unsere, guck mal, die Fusionsstufe. Wir hatten vorne maximal Fusionsstufe 6. Jetzt haben wir Fusionsstufe 7 und wenn wir das weiter aufmachen, Fusionsstufe 8. Dann können unsere Einheiten verstärkt werden. Es gibt auch Helden, die man später bekommt. Das finde ich auch gut. Wir klicken hier auf Ausbilden. Ah, okay, wir können auch direkt nochmal zurück in die Schlacht. Kammer haben wir eingesammelt, in Ordnung. Hier ist dann die Schlacht, okay. Schloss ist maximal verbessert worden. Mehr geht momentan. Ich müsste erst bestimmte Level abschließen. Ab Level 30 können wir das Schloss weiterhin verbessern. Also es macht doch Sinn, rauszugehen. Wenn man rausgeht, kann man auch mal durchatmen. Das finde ich super. Das ist also hier unser Charakter, unser Player. Was ist denn das hier? Das sind Avatare anscheinend. Ich nehme mal den hier. Oder alles einsammeln. Wir sammeln einfach mal alles ein hier. Superklasse. Kann ich hier irgendwie den Avatar verändern? Da kann ich Avatar verändern. Interessant. Nehmen wir doch mal hier den... So ein Magier. So ein Magier ist ganz cool. Okay. So, lassen wir das einfach mal so, wie es ist. Ich kann jetzt eh nicht viel machen hier. Namen können wir auch noch ändern. Komm, wir ändern mal unseren Namen hier. Und zwar auf Karadrik. So, sehr gut. Wunderbar. Das finde ich schön, dass man hier auch rausgehen kann. Da gibt es Chroniken, Kaserne, Kneipe und so weiter. Das würde ich mir gerne alles noch anschauen. Mit Level 2, was? Mit Level 1500 wird das freigeschaltet. Ihr seht, das geht im Prinzip ewig hier. Ne? Das geht ewig hier.
Der Level wird immer höher, die Einheiten werden immer stärker und besser und so, ne? Das ist schon mal gut zu wissen. Aber hier wird man dann eben, schaltet man immer mehr Funktionen frei. Das hier scheint eine Art Premium-Shop zu sein. Ich würde mir gerne mal anschauen, was der macht. Vielleicht kann man auch Helden beschwören oder so. Deswegen spielen wir mal noch ein kleines bisschen weiter. Und wir haben tonnenweise Money, 25.000 Money, also können wir beschwören ohne Ende. Hier haben wir auch ein, was ist denn das hier? So eine Art Kanonier. Den würde ich mir auch gerne mal anschauen. Wir lassen mal die Eismarke hier stehen, packen aber mit dem mit der Kanone hier drauf. Gucken, was der macht. Victory. Fusionsbereich Goblin freigeschaltet, ne? Das war eben der hier. Was macht der Goblin denn? Ich würde gerne mal sehen, was der macht. Ich muss mir doch die Einheit irgendwo anschauen können, oder? Gehen wir nochmal ganz kurz raus. Kann ich mir die Einheit irgendwo anschauen? In der Kammer kann ich momentan nichts machen. Kaserne. Mit 100 wird das freigeschaltet. Akademie. Oh, da geht es sogar noch weiter da unten. Das ist ja interessant. Schloss. Kann ich auch momentan nicht viel machen? Wo kann ich mir die Einheiten ansehen? Was die Einheiten machen? Das würde mich echt mal interessieren. Was ist das hier? Ups. Ah, okay, da kriegt man Werbung angezeigt. So, also was jetzt passiert ist, ich habe... Wo rennt der denn hin? Der rennt ja in die falsche Richtung. Ich habe jetzt praktisch hier drauf geklickt und habe mir dann einmal die Werbung angeschaut. Denn ihr seht, dieser Balken für die automatische Fusion, der wird immer weniger. Und wenn der leer ist, muss man sich halt eben einfach mal, kurz Werbung anschauen für eine Minute oder so. Und dann füllt sich dieser Balken wieder komplett auf. Und dann ist die automatische Funktion wieder aktiv. Man wird im Prinzip dazu gezwungen, sich kurz Werbung anzuschauen, aber hey, das Spiel ist kostenlos. Ist also völlig in Ordnung, da ruhig mal so ein bisschen Werbung zu schauen. Warum eigentlich nicht, ne? So, na gut. Also der Goblin, der macht Gift anscheinend hier auf den Gegner oder auf die Gegner, damit die halt eben Schaden über Zeit bekommen, was ich ganz cool finde. Ich lasse die mal da stehen. Wir machen mal weiter und fusionieren die ein wenig rum. Ihr seht, ne, dass der Balken leert sich dann langsam durch die automatische Fusion, aber das ist okay. Habe ich hier einen Level 4 Goblin, den setzen wir jetzt ganz kurz hier drauf. Super, jetzt haben wir Level 5 Goblin und dann haben wir Level 6 Goblin. Hier haben wir, die verbessern wir unsere Eismagierin hier entsprechend. So, sehr schön. Und auch den können wir einfach mal hier drauf setzen. Super, klasse. Dann hier oben drauf, wunderbar. Das Gift scheint aber kein Flächenschaden zu sein. Das scheint immer nur einzeln zu treffen. Deswegen bin ich nicht so sicher, ob das so gut ist. Ich kann mir auch nicht anschauen, was die Einheiten machen. Ich würde gerne wissen, was die machen. Wir gehen aber ganz kurz hier rein. Zu unserem Schloss. Aktivieren die Kammer. Sammeln hier normales Gold. Und nicht eben die Werbung schauen. Machen hier weiter. Werten weiter unser Schloss auf. Superklasse. Gehen dann hier rein und sammeln das Zeug hier ein. Sehr schön. Kapitelbelohnung. Haben wir ebenfalls. Können wir alles einsammeln. Wunderbar. Und können dann hier gleich weitermachen. Es ist also wichtig, sich die ganzen Einheiten aufzuheben. Ich würde nur gerne wissen, was die Einheiten machen, wo ich mir das anschauen kann, weil ich nämlich gerne sehen möchte, wozu die Einheiten da sind. Was die Stärken und Schwächen von denen sind. Ist da? Vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Ich fusioniere mal weiter hier rum. So, sehr schön. Wir haben jetzt hier Level 6 Magier. Wunderbar. Setzen mal Level 7 Goblin hier oben rein. Perfekt. Und setzen den Magier hier hin. Sehr schön. Und da haben wir doch wieder eine Eismagierin. Neuen Fusionsbereich bekommen, das ist auch toll. Machen hier weiter. Das wird doch immer teurer. Das kostet immer mehr, das Ganze zu fusionieren hier. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Die Bogenschützen, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch für irgendetwas benötige. Wir setzen jetzt mal hier so einen Level 7 Goblin hier oben drauf. Dann wird der Level 8. Sehr schön. Und haben noch einen weiteren Level 7 Goblin. Kann ich hier Level 6 Magier benutzen? Hier hin. Super. Dann setzen wir mal Level 7 Magier hier oben rein. Perfekt. Level 4 Magier kommt dann hier hin. Und dann machen wir weiter. So, sehr gut. Ah, guck, wir haben eine Level 6 Frostmagierin. Die packen wir mal hier oben rein. Da macht die auch wieder ein bisschen mehr Schaden. Klicken hier ein bisschen weiter. Sehr schön. Und dann würde ich gerne mal... Ich will eigentlich die Bogenschützen relativ schnell loswerden. Die brauche ich nicht unbedingt. Ne? Die können weg. Wir kriegen sogar Geld dafür zurück. Okay. So. Level 7 Feuermagier. Kann ich momentan nicht benutzen. Level 4 kann ich benutzen. Neuen Fusionsbereich haben wir. Sehr schön. Level 4 packen wir oben rein. Dann packen wir hier Level 6 rein. Hier ein Level 7 Flammenmagier. Superklasse. Okay. Weiter geht's. Kriegen ganz viele Goblins. Level 8 Goblin packen wir oben rein. Ich weiß gar nicht, ob die Bereiche immer größer werden. Der hat halt einen relativ großen Bereich. Deswegen steht der ziemlich gut hier. Weil der halt immer irgendwie Gegner angreift. Das finde ich halt sehr schön, ne? Ich weiß nicht, ob der Radius generell größer wird von denen. Je höher der Level ist. Aber der Radius von den Goblins ist zumindest jetzt schon mal ziemlich groß. Ziemlich gut. Machen wir weiter. Ich kann auch keinen höheren Level draus machen. Level 7 kann ich hier hinpacken. Also ich kann aus ihm kein höheres Level machen. Der ist schon Level 9, ist der Maximallevel.
Level 6 Magier kommt hier hin. Da packen wir hier ein Level 8 Magier rein. Sehr schön. Packen wir da ein Level 4 Magier rein. Wunderbar. Machen ein bisschen weiter. Was mir ein bisschen fehlt ist, ich frage mich, ob es dann auch irgendwann mal neue Level gibt oder so. Weil das ist ja momentan immer der gleiche Level. Ne? Ob wir irgendwann einmal den Maximallevel erreichen können oder so. Und es gibt dann neue Level, dass das ein bisschen anders aussieht. Weil immer nur den gleichen Level spielen, fände ich persönlich ein kleines bisschen langweilig jetzt. Also neue Einheiten und so, Heldeneinheiten gibt es ja später auch und so weiter. Das finde ich alles sehr schön. Aber jetzt immer nur den gleichen Level spielen oder denselben Level spielen, fände ich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Okay, Goblins, da kann ich momentan nicht mehr viel mit anfangen. Ich mache mal hier ganz kurz weiter mit allem, was hier so geht. Ich habe auch kein Glück mit, was die Frostmagier angeht im Moment. Ich hätte nämlich gerne noch ein Level... Obwohl, Level 6 Frostmagier ist gut. Den packen wir ganz kurz hier aufeinander. Sehr schön. Level 7, da haben wir auch Level 8. Jetzt können wir Level 9 Frostmagier draus machen und packen nochmal Level 4 hier rein. Wunderbar, super. Läuft gut, Freunde. Viel mehr kann ich auch hier nicht machen. Wobei, der hier, guck mal, hat keine große Reichweite. Wenn ich jetzt hier ein Goblin draufpacke... wobei, wisst ihr was? Ich lasse mir doch den Flammenmagier hier stehen. Wir können auch hier ein Level 7 Flammenmagier draufpacken. So, sehr schön. Guck mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt hier. Buchstäblich. Hier nochmal Level 7, da kommt er auf Level 8. Und dann packen wir den hier rein, da hat er ebenfalls Level 9. Sehr schön. Dann klicken wir ein bisschen weiter. Könnt nochmal Level 6er hier reinpacken. Sehr schön. Holen wir das Maximum aus unserer Einheit raus. Die sind ja schon fast komplett gemaxt, ne? Was wir noch bräuchten, wäre ein, jetzt können wir nochmal hier reingehen. Super. Können unser Schloss weiterhin auftunen. Dann kommen wir sogar auf Level 10. Sehr gut. Super. Da kann man uns momentan nicht viel zu holen. Wir können aber nochmal zu den Eiern gehen hier. Sammeln das Ding mal ein. Klicken hier drauf und haben dann alles. Und haben jetzt das Ding hier freigeschaltet. Okay. Verstehe, das ist ein Premium-Shop. Hier können wir dann entweder echtes Geld ausgeben, um eben Premium-Währung zu erhalten, oder hier Juwelen aufzuladen. Interessant. Ich frage mich nur, wofür die Juwelen tatsächlich sind. Also, wo kann ich die ausgeben? Im Schloss anscheinend nicht. Akademie, den ganzen Kram im Chat schaltet man auch erst später frei. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo ich vielleicht irgendwie meine Einheiten anschauen kann. Was ist denn das hier? Okay, Shop. Kann ich hier, hier kann ich dann Premium-Währung ausgeben. Okay, das ist interessant. Teleportiere dein Schloss an einen neuen Ort. Hier kann ich dann Kristalle ausgeben, um eben noch mehr Zeug zu bekommen. Allianz-Teleport. Teleportiere ein Schloss in die Nähe deiner Allianz. Also Allianzen gibt es anscheinend auch. Und das ist das Zeug, was ich in der Tasche habe. Mhm. Okay. Aber es sagt mir immer noch nicht viel darüber, wie jetzt zum Beispiel... meine Einheiten aussehen. Was ist das hier? Mit 51 wird das freigeschaltet. Was haben wir hier? Das sind die Gegner anscheinend, die ich mir anschauen kann. Was die machen? Einsammeln. Okay, für jeden neuen Gegner, den ich freigeschaltet habe, bekomme ich auch Kristalle, wenn ich mir anschaue, was die machen. Das verstehe ich soweit. Okay, das ist gut. Nur wo kann ich sehen, welche Einheiten ich habe? Skins. Was haben wir denn hier? Skins für unser Schloss. Okay, die kann man auch freischalten. Und kann ich jetzt vielleicht, was ist das hier? Macht, Heldenmacht und so weiter, okay. Ups. Das ist das Ding, was ist das hier? Vielleicht kann ich mir das erst später anschauen. Das scheint vielleicht eine Art Freundesliste zu sein oder sowas, eine Art. Was ist das hier? Ich wähle mal das Ding hier aus. Ist das vielleicht eine Art Held oder sowas in der Art? Aber gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Also die Erklärung ist ein wenig spärlich, muss ich sagen. Man weiß nicht so genau, was die Einheiten machen. Zumindest habe ich das noch nicht rausgefunden hier, was die Einheiten machen. Außer, dass ich das halt eben selbst herausfinde, so nach und nach. Wir klicken nochmal hier ganz kurz darauf, sammeln das Zeug hier ein. Sehr schön. So, wunderbar. Fusionieren weiter. Einfach mal alle Einheiten fusionieren. Was ich nicht brauche, sind die Bogenschützen. Ich packe die erst einmal weg. Die sind vielleicht gut gegen einzelne starke Bosse oder sowas, das kann ich mir vorstellen. Aber wir haben halt, wisst ihr, die Flammenmagier machen Flächenschaden. Die Bogenschützen sind vielleicht stark gegen einzelne Gegner oder sowas in der Art, ne? So stelle ich mir das vor. Hier packen wir Level 8er hier rauf. Level 10 ist momentan das Maximum, das wir haben. So. Hier haben wir noch einen 6er Magier. Sehr gut. Machen wir weiter. Hier ist nochmal einen Frostmagier, den wir gemaxt haben. Level 5 Frostmagier. Sehr schön. Also können wir ebenfalls weitermachen. Also ich finde es ein sehr, sehr spaßiges Spiel für zwischendurch. Ich weiß nur nicht, wie viel Strategie jetzt hier tatsächlich involviert ist und ob man immer nur die gleichen Level spielt. Weil immer nur die gleichen Level zu spielen, fände ich ein bisschen langweilig, aber ansonsten macht das Spiel richtig Spaß, muss ich sagen. Level 9, Level 5. Wir haben nur einen Goblin im Moment, wir benutzen einen Goblin. Ich kann auch momentan nichts weiter machen, ich muss gucken, ob ich irgendwas verbinden kann hier. Wir machen mal hier die Bogen... Oh, guck mal hier.
Was ist das denn? Chat freigeschaltet? Wir könnten jetzt hier einen Helden kaufen. SSR, Claudia. Kostet 1,09 Euro. Das will ich jetzt aber nicht tun. Ich will die nicht kaufen. Ich frage mich aber, ob ich die irgendwie anderweitig freischalten kann, ohne sie zu kaufen oder sowas in der Art. Oder jetzt dafür Geld auszugeben oder so. Was ist denn das da? Helden. Ah, wir haben Helden freigeschaltet. Sehr, sehr, sehr schön. Hier kann man kaufen. Für 2000 Kristalle kriegt man zum Beispiel 200 von ihm hier. SR, was heißt das? Super Rare wahrscheinlich oder sowas in der Art. Tägliches Angebot und so gibt es dann hier. Vorräte. Kann man echtes Geld ausgeben, wenn man das will ich jetzt halt nicht. Ne? Aber ich will mir trotzdem mal die Sachen anschauen, das finde ich toll. Und hier unten sind jetzt Helden. Ah, eins und zwei. Es gibt zwei Helden. Wenn ich jetzt hier draufklicke, was haben wir denn hier? 35.000 Kampfpunkte, 1000 Kampfpunkte. Wir wählen mal sie hier aus. Befördern kann ich sie eben. Befördern kann ich momentan noch nicht, okay. Gehen wir ganz kurz hier rein. Zu unserer Kneipe. Guck mal, hier ist die Kneipe. Und was ist das hier? Gratis. Fortgeschrittene Rekrutierung. Und hier normale Rekrutierung, da kann man dann, wenn man fünfmal Werbung schaut oder sowas naht, kriegt man ein gratis ein anscheinend oder was auch immer. Ich mach mal hier sowas. Jetzt haben wir Arwin bekommen. Arwin ist ein Held, das finde ich toll. Scheint auch eine Art, nochmal abholen, da muss man mit Facebook. Ah, okay, das mache ich jetzt erst einmal nicht. Ich lasse es erst einmal so, ne? Ist ja nur zum Probieren. Ich will nämlich schauen, was die Helden machen. Wenn ich jetzt hier auf Helden gehe, sehe ich das dann. Kann ich jetzt hier draufklicken? Okay. Liste. Das sind dann meine Helden. Das ist Truppe 1. Okay. 200 freigeschaltet. Wenn ich jetzt... Heldenkampf. Ich mache jetzt erstmal hier ein paar Bogenschützen weg, so die ich nicht brauche, ne? Tauchen jetzt per Zufall hier drin auch auf oder nicht? Kneipe nochmal. Okay, das könnte ich jetzt machen, das mache ich aber nicht. Ich bin ein bisschen ratlos, weil nicht so wirklich erklärt wird, wo man jetzt hinklicken muss. Das heißt, ich muss das alles erst einmal selbst herausfinden, wo ich da hinklicken kann, wo ich mir die Helden anschauen kann und so ein Kram, ne, wisst ihr? Das ist der Chat, okay, da kann man dann anscheinend mit Leuten chatten, was auch interessant ist. Gehen wir nochmal auf die Helden ganz kurz. Ah, hier kann ich auswählen, okay, guck mal, das ist ein Feuerheld, das ist also Feuer ist wahrscheinlich Mana, das ist Bogenschütze. Okay, also ich kann jetzt auswählen, zum Beispiel einen Helden habe ich jetzt hier, ne? Und wenn ich weitere Helden hinzufügen will, dann kostet mich das einen höheren Level scheinbar. Und hier kann ich dann die... Ich kann also Heldenteams vorbereiten. Okay, das ist Team 1. Da habe ich sie als Held. Und dann kann ich später, wenn ich Level 2 erreicht habe, noch weitere Helden hinzufügen. Und hier habe ich sie als Held. Und dann kann ich da auch weitere Helden hinzufügen. Okay, so viel habe ich verstanden. Aufwerten kann ich momentan... Indem ich... Aufwerten tue ich wahrscheinlich, indem ich kleinere Helden opfere. Okay, verstehe. Das mache ich jetzt aber erstmal nicht. Ihr seht, ich habe hier zwei Teams. Die kann ich hier oben wählen. Da war ich schon mal richtig, was das angeht. Wir bleiben mal bei der Feuermagierin hier. Und machen mal weiter. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich die Helden einsetze. Ich kann die vorbereiten, aber ich kann die nicht aktiv in den Kampf schicken. Vielleicht müssen die dann hier auftauchen per Zufall. Ich mache mal weiter. So wie die andere, ne? Kann ich den Chat auch deaktivieren? Ich will nämlich nicht, dass der hier die ganze Zeit auftaucht. Nachrichtenblasen machen wir ganz kurz aus hier. So, dann sollten die auch nicht mehr auftauchen hier. Okay, machen wir weiter. So. Sind die jetzt deaktiviert? Machen wir hier alles aus, ganz kurz. Okay, sehr schön. So, was ist das hier, die Welt? Ah, guck mal, das ist meine Welt. Oh, das ist interessant. Mein Schloss. Patrick, okay, betreten. Schild, Skins und so weiter. Also, man spielt, kann man doch gegen andere Spieler spielen? Oder was bedeutet das genau? Ich sehe jetzt auch keine anderen Schlösser hier, aber da ist noch irgendwas hier unten. Das ist ja interessant. Eine Goldmine können wir einsammeln. Da brauche ich dann Helden anscheinend. Wir sagen mal Abmarsch. Also, schicken wir jetzt Helden hier los? Mit einer ganzen Einheit okay, da kann ich auch noch drauf gedrückt halten hier und dann Befehle geben anscheinend. Ich laufe jetzt darüber. Ich bin jetzt hier drin und sammle jetzt die Mine ein anscheinend. Mhm. Kriege ich dann extra Gold, okay. Dafür braucht man anscheinend Helden. Also nicht im Spiel, sondern die werden da dorthin geschickt. Dann ist das Ding auch geklärt. Was haben wir denn hier? Oh, heiliges Territorium und so weiter. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Claudia aufwerten. Das sind also so Aufgaben, die man hat. Tägliche Aufgaben. Hier nochmal Achievements, ne? Erfolge, die man einsammeln kann. Ups. Nein, nein, ich will nichts kaufen. Ich will nur einsammeln. Ah, das ist so eine Art Season Pass oder sowas hier. Pass, wo man dann Geld bezahlt, wo man dann bessere Belohnungen bekommt und so weiter, ne, seht ihr? Okay, verstehe. Und dann noch anderes Zeug.
Anscheinend kann man hier dann noch sich Helden erspielen nach und nach, indem man eben die Achievements macht und so weiter. Ne? Auch hier täglich Einlog-Belohnung. Auch da kriegt man dann eben dann neue Helden und so. Sehr, sehr schön. Scheinbar kann man Helden aber wirklich nur außerhalb einsetzen. Auf den ersten Blick, ne, sieht das so einfach aus, das Spiel. Aber da kommen viele Dinge mit hinzu, die man noch machen kann, die man tun kann. Finde ich sehr interessant. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier rein, betreten nochmal ganz kurz das Schloss hier. Superklasse. Machen wir weiter, aber anscheinend kann ich die Helden nicht hier reinsetzen. Doch, da ist ein Held. Die steht jetzt einfach hier. Ich kann jetzt meine Helden einfach hier positionieren. Sogar wo ich will. Das ist ja interessant. Oh, guck mal, das finde ich cool. Wir haben Allianzen freigeschaltet, okay. Ich setze mal hier einen Flammenmagier hier oben drauf. Sehr schön. Ich kann auch hier höhere Geschwindigkeit aktivieren. Da muss ich aber Werbung schauen. Mache ich jetzt aber nicht, ne? Wie weit schießen die? Die schießen sogar extrem weit. Und ich kann die ganz da hinten positionieren. Die schießen extrem weit. Das ist ja mega, mega cool. Okay, was haben wir denn hier unten? Oh, Spezialfähigkeiten haben die sogar. Ah, die aktiviert eine Explosion. Und da muss ich wieder warten, bis es aufgeladen ist. Super, super cool. Beitreten? Ah, muss ich einer Allianz beitreten. Okay, verstehe. Wir lassen mal weiterhin hier automatische Beschwörung. Guck mal, das Spiel fängt jetzt erst richtig an. Die Helden rennen auch automatisch in die Reichweite, um anzugreifen. Okay, habe ich hier irgendwie einen Magier, den ich noch verbessern kann oder sowas? Wir machen mal weiter, beschwören mal, was das Zeug hält hier. So, was haben wir hier drin? Quiz, wir machen jetzt keine Umfrage. Hier kann ich natürlich auch wieder tonnenweise Zeug einsammeln. Alles einsammeln, was nur geht, ne? Immer, wann möglich. Geht aber ganz kurz hier raus. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier hin, zu unserem Schloss. Werten unser Schloss nochmal auf hier. Das kostet auch mittlerweile andere Ressourcen, nämlich Steine, wie ihr gerade gesehen habt, glaube ich, ne? Kann ich ja noch mal hier auf die Weltkarte gehen? Und jetzt will ich mal ganz kurz schauen, was ist denn suchen? Suchen. Suche ich dann Monster? Was ist, wenn ich hier draufklicke? Ich krieg wahrscheinlich Gold, denke ich mal, wenn die das hier eingesammelt haben. Ich will dich zurückgehen. Kannst du dich uns anschließen? Ich mach mal nein. Also anscheinend kann man sich auch noch Leuten anschließen oder so. Ein Held ist jetzt hier drin. Gibt es noch andere Dinge, die ich erforschen kann? Dort sind noch anscheinend Gegner, gegen die ich kämpfen kann. Was ist, wenn ich da jetzt draufklicke und gegen die kämpfen will? Angriff. So, ich wähle jetzt sie aus, sag jetzt mal Abmarsch. Die rennt jetzt hier rüber und rennt jetzt mit ihrem Bogenschützen dort rein. In circa 50 Sekunden ist die da. Und was heißt suchen? Wahrscheinlich ist das hier irgendwie unsere Energie, wie viel Aktion ich am Tag machen kann oder sowas in der Art. Bevor das wieder aufgeladen werden muss. Weil ich jetzt halt hier rüber renne zu denen, ne? Das kann ich mir so vorstellen. Ich gehe doch mal hier rein und während die jetzt darüber läuft, kämpfen wir hier weiter. Wir beschwören noch weiterhin, was das Zeug hält hier. Wenn er mittlerweile auf Stufe 11 unsere Einheiten verbessern. So. Frostmagier. Goblins sind Stufe 10. Wir packen mal den hier rein, damit der Stufe 11 ist. Der muss immer gemaxed sein, möglichst. Mir reicht ein Goblin aus. Oh, ich kann das bewerten. Ich sag jetzt mal jetzt nicht. Aber ich finde, das macht ziemlich viel Spaß, das Spiel bisher. Aber es ist ein bisschen zu früh, ne? Wenn mir jetzt schon gefragt wird, das Spiel zu bewerten, ist ein bisschen zu early, um jetzt schon etwas dazu zu sagen. Level 6 Frostmagier verbessern wir ganz kurz hier. Level 10 Frostmagier verbessern wir ebenfalls. Sehr schön. Level 9 Magier machen wir mal so. Dann machen wir weiter hier. Wir haben Level 10. Packen den mal hier oben rein. Victory, sehr gut. Wir machen hier mal weiter. Ich hätte nämlich gern den Magier ebenfalls verbessert. Jetzt ist der nämlich 8, dann ist der 9. Wunderbar, dann können wir hier weitermachen. Hier ist Level 7 Frostmagier, sorry. So, da machen wir Level 8 hier hin. Wunderbar. Ich muss bald wieder Werbung schauen. Ihr seht die Abklingzeiten der Fähigkeiten. Die haben halt eine Gesamtabklingzeit, ne? Das muss man halt wissen. Was ich halt ziemlich geil finde, ist, dass unser Held dann hier eine fette Flächenexplosion aktivieren kann, die alle Gegner trifft. Okay. Ich vermute mal, wenn die Gegner hier durchkommen, dann gibt es dann Schaden auf unser Schloss. Da müssen wir halt auf unser Schloss aufpassen. Okay, machen wir weiter. Mit zwei Helden ist es momentan ein bisschen overpowered, ne? Aber ist ja nicht weiter schlimm. So, Level 9. Level 9 Magier ist hier, der hat das Level 10, das ist super klasse. Also machen wir weiter hier. Wir wollen eine Level 11 Magier haben, ne? Nach Möglichkeit. Hier ist nochmal ganz viel, was wir einsammeln können. Also machen wir auch mal hier alles einsammeln. So, tägliche Belohnung haben wir ebenfalls. Da gibt es ganz, ganz viel Zeug einzusammeln. Sehr schön. Da gibt es auch Meilensteine. Meilensteinbelohnungen, die man einsammeln kann. Immer viele Belohnungen. Och, das ist das cool. Das wird natürlich später mit Sicherheit alles ein bisschen langsamer werden, ne? Die Belohnung einzusammeln und so weiter. Weil es ja dann immer länger dauert, weil es immer schwieriger wird und so. Ja, hier in der Kammer kann man ebenfalls einsammeln. Ich erhalte mal einfaches Gold, nicht dreifaches Gold. Geh nochmal auf unser Schloss, verbessern das ebenfalls. Immer schön up to date halten, damit unsere Einheiten noch immer schön stark sind und so, ne? Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Und wir sehen, hier müsste jetzt gekämpft haben. Die hat gekämpft, oder? Hier wird jetzt gerade eingesammelt immer noch, okay. Und die Gegner, wir müssten jetzt hier Gegner besiegt haben.
jetzt dort war, ne? Kann ich auch hier auf dem Baum, kann ich nichts klicken zum Abholzen oder sowas in der Art. Aber ich habe da hinten eine Goldmine gesehen. Ich würde mal sagen, wir schicken jetzt hier auch mal Leute hin. Gehen wir auf Sammeln und schicken sie dann hier zum Sammeln. Abmarsch! So, was ist Suchen? Ich weiß nicht so genau, was Suchen ist. Das probiere ich auch mal aus. Kann man dann Helden suchen oder Gegner suchen oder sowas in der Art? Sammeln? Vielleicht kann man die auch dann automatisch suchen lassen oder losgehen lassen. Das kann natürlich auch sein, ne? Weißt du nicht, ob hier noch andere Schlösser in der Nähe sind? Ich lasse einfach mal die beiden hier loslaufen. Wir sollen... Oh, was ist das? Das ist ein anderes Schloss. Brasilien. Ich kann das Schloss angreifen. Ah, verstehe. Okay, also man findet auch andere Schlösser und kann auch andere Schlösser angreifen. Also dieses Prinzip ist auch mit dabei. Das ist interessant. Ich weiß nicht so genau, was es bedeutet, andere Schlösser anzugreifen. Vielleicht können wir das ja auch noch mal herausfinden. Ihr dürft... Da tauchen doch immer mehr auf. Ihr dürft mir auch gerne mal in die Kommentare mit reinschreiben, was ihr davon haltet, von diesem Spiel hier. Wie weit habt ihr das Spiel gespielt? Wie viel Spaß macht euch das Ganze? Kann man das gut Free-to-Play spielen oder muss man irgendwann einmal Geld bezahlen? Wird es dann Pay-to-Win und so? Alles würde mich mal sehr interessieren. Und bestimmt auch andere Leute, die Nachricht dieses Spiels spielen, würde das ebenfalls sehr interessieren. So, Level 11 Goblin, da machen wir Level 12 jetzt hier draus. Sehr schön. Level 10 Magier. Da ist Level 10 Magier, machen wir Level 11 daraus und packen den hier drauf. Dann wird der Level 12 gleich. Sehr schön. Dann packen wir Level 8 Magier hier hin, damit er auch da weitermachen kann. So, wir können noch keinen Frostmagier verbessern im Moment. Wir machen mal hier Level 8, Level 9. Sehr schön. Da hat er Level 10. Hier ist auch Level 10. Da packen wir Level 11. Und dann haben wir jetzt hier Level 12. Super. Und Level 7 kommt dann hier hin. Und da ist wieder der Platz frei. Da packen wir jetzt hier einen 9er hin. So, ein 9er Flammenmagier. Wobei wir auch einen Bogenschützen da reinpacken könnten. Ich lasse es mal so. Wir lassen es mal so stehen erst einmal. Okay. Autofusion haben wir nicht mehr im Moment. Wir müssen nochmal Werbung schauen. Ich probiere das mal gerade. Hier, jetzt aktivieren. So, okay, nachdem die Werbung geschaut wurde, ist auch hier das Ding wieder aufgeladen. Und man kann dann eben hat wieder Zugriff auf die Autofusion. Das ist ganz in Ordnung. Hier ist da einfach Geschwindigkeit. Auch da kann man eben Werbung schauen oder auch nicht. Für dreifache Geschwindigkeit. Ich mache das jetzt mal nicht, ne? Ich will jetzt nicht nochmal Werbung schauen hier. Aber theoretisch geht das. So. Klicken wir mal weiter, ist halt doch schon angenehm mit der Autofusion hier. Und wir haben jetzt noch starke Magier wieder hier. Ich packe mal Level 10 Magier hier hin. Level 8, Level 9. Dann hat der jetzt hier ebenfalls Level 10. Ich packe den mal hier runter. So, sehr gut. Level 7 können wir hier drauf packen. Wobei, wisst ihr was, ich packe mal Level 10 hier hin gleich direkt. Da kann nämlich hier weiter rumfusioniert werden wieder hier. Und die tauchen auch schon gleich mit höheren Leveln auf. Seht ihr, die tauchen nicht mehr mit Level 1 auf, sondern die tauchen mittlerweile schon mit Level 7 auf hier. Finde ich auch sehr, sehr schön, ne? Dass man nicht nochmal unnötig durch das ganze Level 1-Zeug durch muss. Das hängt, glaube ich, in unserem Schloss zusammen. Was den Mindestlevel erhöht dann letztendlich der Einheiten, die kommen. So, fusionieren wir weiter. Sehr gut. Level 11, Level 12, da können wir noch was reinsetzen. Ich packe nochmal hier einen Magier rein. Sehr schön. Machen wir weiter hier. Level 8, Level 9, Level 10. Wunderbar. Da können wir die aufeinander setzen. Da hat er nämlich Level 11. Packen den 11er hier rein und fusionieren dann weiter rum hier. So, perfekt. Und ich würde sagen, Freunde, im Prinzip können wir das Ganze einfach mal dabei belassen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare rein, was ihr momentan von diesem Spiel haltet. Wenn ihr es schon mal selbst gespielt habt und wie weit ihr das Spiel gespielt habt, alles würde mich mal sehr, sehr interessieren. Schloss, dann gehen wir nochmal hier rein. Da sieht man das ja, ne? Die Mindeststufe, die Maximalstufe der Helden und so weiter, der Einheit, das wird dann hier alles angezeigt. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, unter diesem Video, wie weit ihr das Spiel gespielt habt, ist es Pay to Win oder nicht. Macht euch das Spiel Spaß. Und ja, all die Dinge würden mich interessieren, weil ich denke mal, auch Leute, die nach euch dieses Spiel spielen, würde das sehr interessieren. Und ich werde das noch nicht jetzt offscreen noch ein bisschen weiterspielen und mal schauen, ja, wie weit ich denn so komme. Vielen lieben Dank, Freunde, fürs Zuschauen. Denkt daran, unten in der Videobeschreibung auf den allerersten Link zu klicken, BlueStacks herunterzuladen, das Spiel herunterzuladen und das einfach mal am PC zu testen und mich dann wissen zu lassen, was ihr von dem Spiel haltet und auch, wie das für euch auf dem PC läuft. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und hoffentlich bis zu einer weiteren Episode von Mobile Games angezockt. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.